Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trails in the Sky the Third. Wir befinden uns immer noch in Phantasmagoria. Ich habe euch am Ende der letzten Folge die Gruppe vorgestellt. Das ist jetzt die dritte, mit der wir hier ins Felde ziehen. Und ja, wir gucken mal, wie es hier läuft. Mit den letzten beiden Truppen sind wir ja sehr gut durchgekommen. Ich bin eigentlich guter Dinge, dass das hier auch funktionieren wird. Aber mal schauen. Ich stelle mich wieder auf viele coole Kisten ein, auf viele Level-Ups, auf einen Mini-Boss, der irgendwann von oben runter ploppt und uns wahrscheinlich nicht mehr überraschen wird. Nach dem x-ten Mal ist das dann wahrscheinlich auch nicht mehr so spannend. Au. Warte mal. Moment, war das gerade ein Preemptive? Ich nehme das jetzt direkt im Anschluss an die letzte Folge auf. Ich bin jetzt noch immer noch in dem Modus, dass egal wie ich auf den Gegner zulaufe, wir einfach einen Kampfvorteil haben. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, ich hatte auch gerade kein Preemptive. So, warte mal. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen konzentrieren. Nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. So, Olivier. Warte mal, das war ein Gegner, die gegen... Jo. Gegen das ganze Dunkelgedöns hier empfindlich waren. Das heißt, damit gehen wir jetzt auch in die Offensive. Okay. Hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht, jetzt so anzugreifen. Ey, Sinn! Hier wird nicht daneben gehauen. Du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe dich doch ja als Anführer auserkoren für diese illustre Truppe hier. Enttäuschen Sie mich bitte nicht, okay? Aber wenigstens sind die Gegner hier nicht so transparent in der Gruppe. Das ist, glaube ich, schon mal ganz hilfreich. Das war nämlich das, was mir in der letzten Folge so ein bisschen auf den Senkel ging. Ich weiß nicht, ob die Gegner mir hier jetzt hinterherrennen werden. Wie das beim letzten Mal der Fall gewesen ist. Aber auch das finden wir noch raus. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich finde, die letzte Gruppe war dadurch, dass ich fast nur Nahkämpfer hatte, war die so ein bisschen straighter in der Vorgehensweise innerhalb des Kampfes. Meine Stimme lässt mich hier schon wieder im Stich. So, ich glaube, ab dem nächsten Kampf werde ich diese Dinger dann hier wieder rausschneiden. Hatten wir jemals eine so eine Statue in Begleitung von drei von diesen kleinen Viechern? Das verspricht auf jeden Fall ordentlich Erfahrung. So viel steht mal fest. Und es ist so cool zu beobachten, wie die einzelnen Gruppen einfach ständig die Gegner mit irgendwelchen Zustandsveränderungen versehen. Feier ich. Feier ich sogar sehr. Wow, guck mal, das kann sich doch sehen lassen. Und drei Level-Ups, so muss das. Sehr schön. Und es sollten nicht die letzten bleiben, denn Estelle und Olivier haben jetzt auch wieder ein Level-Up bekommen. Und schon wieder das Ding, das haben wir bisher auf jeder Ebene irgendwie mindestens einmal gefunden, aber das ist nur für die Mädels. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Auswahlmöglichkeit. Dann soll er das bekommen. Warte mal, Cosmic Gear braucht jetzt nicht zufällig noch irgendwer. Nee. Good luck, Dankeschön. Mal gucken, ob wir hier auf der Ebene genauso nette Kisten antreffen wie beim letzten Mal. Wo bin ich hergekommen? Von hier, oder? Ich meine ja. Gut, wo gehe ich jetzt als nächstes hin? Entweder hier lang... Nee, das sieht mir zu weitläufig aus. Muss aber nichts heißen. Ich habe mich auch in der Vergangenheit hier ganz gerne mal getäuscht. Was geht hier ab? Viele Kisten. Kann jetzt natürlich sein, dass das hier alle Sackgassenräume sind. Warte, ich guck mal. Hier haben wir auf dem Flur ja keine... Aha. Guck mal hier. Hier wird aber auch eine Sackgasse sein, jawohl. Oh, jetzt werde ich gleich erstmal wieder viel schnibbeln können. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich weiß, ich verwirre wahrscheinlich die allermeisten mit meiner Vorgehensweise. Aber ich werde jetzt erstmal hier langlaufen, weil hier muss jetzt der falsche Weg sein. Dadurch, dass da hinten das Monument war, ist für meine Mindmap hilfreicher, hier erstmal lang zu laufen. Es sei denn, hier sieht jetzt irgendwas nach richtiger Route aus. Aber nee, so einen ähnlichen Gang hatten wir auch in der letzten Ebene und schon wieder vier von den Statuen. Oh, das wird viel geschnibbel heute.
Aber ist nicht schlimm. So sehen wir heute wenigstens ein bisschen mehr von dem Dungeon hier insgesamt. I'm normally not one for sappy goodbyes, but man who knew a chest could shed tears. Aha. S-Tablet. Trails means the word to me. I'm happy I could share my word with you. Thank you for giving this wonderful series a chance. B. Aha. Ich möchte mich dem gerne anschließen, wer auch immer B am Ende sein soll. Raphaels Halo. Vielleicht sollten wir das dem Raphael mal zurückgeben, bevor der hier misstrauisch wird. Mystical Armor from the Testaments offers protection in combat. Das haben wir doch in der vorletzten Folge, glaube ich, schon mal gefunden, oder? Warte mal, sehen wir jetzt irgendwas von Gabriel? Immer ziehen wir uns Zeug von anderen an. Das gibt's doch nicht. So, warte mal. Du hast eine Defense von 2108. Oh, die sind aber echt eng beieinander. Ach so, warte mal. Die Arts Defense, die ist ja der entscheidende Unterschied. Nee, das bekommt Joshua dann. Also vor dem Hintergrund wird das Joshua bekommen. Jawohl. So, see you, Space Priest Boy. Was? Space Priest Boy? Was? Kevin ist doch gar nicht hier im Team, oder wen meinst du aus unserer Gruppe? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt noch eine Fülle an weiteren Kisten gleich vor uns. Mit hoffentlich noch viel mehr wundervollem Zeug. Ich bin da aber guter Dinge. Bisher hat dieser Ort nämlich nicht enttäuscht. Vor allen Dingen, wenn es darum ging. Aber in keinem Punkt hat er bisher enttäuscht. Es wäre natürlich ein bisschen interessanter gewesen, wenn jede Ebene komplett andere Gegner hätte. Thanks for saying hello. Ja, gerne. Immer wieder. Und hier so? Tier all bomb. The chest seems displeased. Warum? Was kann ich daran ändern? Sie scheint zumindest nicht mir die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, sonst hätte sie was gesagt, behaupte ich mal. Ich wollte euch gerade zurückholen mit... Hurra, der nächste Gegner befreite Raum. Ich bin gerade etwas schockiert. Moment, okay, warte. Was ist da gerade passiert? Also ihr habt das jetzt gesehen. Ich werde das wahrscheinlich so schneiden, dass ihr das irgendwie auch nochmal in Ruhe sehen könnt. Aber ich habe das jetzt so verstanden. Ich hatte den Death-Effekt... Und das, was der an Self-Destruct macht, das scheint diesen Effekt scheinbar zu kontern, oder was? Oh, das ist jetzt natürlich mega ärgerlich für die CP. Also kein Weltuntergang, ich kann das bei Bedarf ja immer noch über die... Items wieder reinholen. Aber... Ja, ich habe neue Hassgegner. Glückwunsch. Muss auf jeden Fall zukünftig dann aufpassen, dass... ich nicht mit einem Death-Effekt auf die Gegner zurenne. Okay. Alles klar. Voll der Dämpfer hier gerade. Ich bin leicht schockiert. Aber gut. Das soll uns jetzt nicht dran hindern, hier weiterzumachen. Dann muss ich nochmal kurz gucken, dass wir den guten Sinn wieder aufgepäppelt kriegen. Und alles andere schaffen wir auch noch. Vielleicht reichen ja die Anzahl an... Amanumadra. Interessanter Name. Vielleicht reichen die verbleibenden Kämpfe ja noch, um auch so auf die plus 200 zu kommen. So, aber erstmal gucken wir. Ach nee, ich wollte gerade sagen, ist das jetzt das erste Mal, dass wir eine Waffe bekommen haben für jemanden, der gar nicht im Team ist, aber Pustekuchen. So, Range 3, Range 3. Nein, ich wollte das gar nicht anlegen, hä? Warte mal. Dex 10, Agilität 10, Speed 5. Ah, so langsam wird es ein bisschen schwierig, weil eigentlich soll sie ja nicht in den Nahkampf gehen. Klar, jetzt klopft sie auch die ganze Zeit munter auf den Gegnern rum. Was ist mir wichtiger? Speed 5 oder 200 Stärke? Warte mal, was hat sie denn überhaupt für einen Speedwert? 112? Sinn hat auch 112? 100... Boah, ich glaube, ich lasse ihr erstmal ihre jetzige Waffe. Wie gesagt, physisch angreifen, ja, in der Übergangsphase, wo ich die Kämpfe rausschneide, aber langfristig wird sie das nicht tun bei den Kämpfen, wo es wirklich drauf ankommt. I used to be an evil chest aboard the glorious, thanks for inspiring me. Gerne. Wer auch immer aus unserem Team dich inspiriert hat, aber ich glaube, wir haben alle Potenzial.
Irgendwie, jeder auf seine Art. So, also ein paar noch von solchen Räumen mit so vielen Gegnern. Und wir sehen mit den Dings wieder ganz gut aus. Mal den CP. So, erstmal eine neue Waffe für Joshua. Swords from Old Legend compared to birds on a battlefield. Okay. Warte mal, 1120-20. Jawohl. Es gibt nicht einen Punkt, der gegen diesen Einsatz spricht. Deswegen soll er damit glücklich werden. Don't give up, okay? Ja, ich weiß nicht. Mich hat das jetzt gerade ein bisschen traurig gemacht hier mit den Toten der beiden Jungs. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Aber es ist okay. Spätestens, wenn da wieder eine fette 200 steht, bin ich glücklich. So. Gehen wir einfach weiter. Wir hatten hier noch nicht diesen obligatorischen Mini-Boss-Kampf, ne? Kam der nicht früher immer, bevor wir beim Monument waren? Bin mir nicht mehr sicher. Kannst du mal in die andere Richtung flattern? Danke. Guck mal, wie gut das funktioniert, wenn man einfach lieb fragt. Ich habe, glaube ich, gerade dreimal Warpel Sword bekommen. Das, womit, glaube ich, Julia zuletzt relativ lange gekämpft hat. So, was war das hier gerade? Das hier, ne? Ancient Sandals for Moving the Exception Veins Flow. Alter Vater, das ist aber schon ein bisschen übertrieben gut. Das ist ein unfassbar riesiger Sprung nach vorne. Moment, weißt du was? Das muss er bekommen. Dann hat sich nämlich mein... Hatte ich das Problem bei ihm? Nee, das hatte ich gar nicht bei ihm. Bei wem war denn das, wo ich wegen der Genauigkeit Angst hatte? Das war, glaube ich, in einer anderen Gruppe irgendjemand gewesen, ne? Moment, dann will ich mal kurz gucken. Ich glaube, das wird aber trotzdem Sinn bekommen. Wobei, geht der Speedwert da auch nach oben? Ja. Boah, das ist schwer. Ich glaube, dann kriegt das doch Joshua, weil der momentan erst immer viel später rankommt als Sinn. Was daran liegt, dass er auch einen deutlich niedrigeren Speedwert vorher noch hatte. Jetzt sind die wieder ein bisschen näher aneinander dran. These are the kinds of stories that turn into legends. Jawohl. Das ist ja auch die Legende der Helden, die wir hier spielen und uns anschauen. So, warte mal, das könnte richtig sein. Ich kann aber mal hier kurz reinlugen. Aha. Alles klar. Kommt schon wieder ein neuer Gegner, nicht? Ich kenne wir doch schon. Oder bist du eine andere? Warte mal, wie heißt du? Nee, du bist auch ein Sleipnir. Dann weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Das ist ja Ull. Ich dachte, jetzt kommt noch ein dritter neuer Gegner. Aber was nicht ist, das ist nicht. Dann machen wir halt den hier. Du darfst auch einmal attackieren. Joshua hat nämlich so ein ganz leichtes CP-Defizit. Und hier muss Abyssfall wieder aushelfen. Ich wette, die bleiben eh nicht so stehen. Auch wenn ich es sehr begrüßen würde. Reichen zwei von den Zaubern, um die umzunehmen? Müsste eigentlich hinhauen, zumindest bei den Engeln links und rechts. Aber es hilft bei allen. Beziehungsweise es reicht bei allen. Aber helfen tut's auch. So falsch war das gar nicht. Jawohl! Da ist schon wieder so ein Warpel Sword. Ich habe so viele jetzt davon. So, wir gehen jetzt aber erstmal die andere Seite abchecken. Kann ja nun nicht angehen, ne? Wir haben nichts zu verschenken. Nichts bleibt liegen. Oh, die Kiste wird gar nicht bewacht. Obwohl sie dem Raphael gehört? Vielleicht genau deswegen. Wer weiß. So, das hat zuletzt Joshua bekommen. Das wird dann als nächstes Ihmchen hier kriegen. Jawohl. Brauche ich gar nicht lange drüber nachdenken. Promise me we'll meet again. Ich weiß nicht. Ich würde ja gerne ja sagen, aber ich weiß nicht, ob ich nochmal in diesen Raum komme. Wahrscheinlich nicht. Aber du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben, okay? Hoffentlich glaubt mir die Kiste. Aber sie tut's bestimmt. So. Blöd natürlich, wenn man das 10 Kisten gleichzeitig verspricht und dann am Ende nicht mehr weiß, oho, welche am Ende welche war. Akashic. Akashic? Ich wollte gerade sagen, das wird mit Sicherheit nicht besser sein. An ancient revolver that fires septum as bullets. Jawohl. Hätten wir seine Waffe nicht vor dem Betreten des Finalgebiets aufgepimpt, wäre das mit Sicherheit eine gute Verstärkung geworden. Empty, ups. Du
Könnt ihr gerade noch so verzeihen. Gerade noch so, Kiste. Gerade noch so. Eigentlich würde ich diese Gegner jetzt auch durchaus links liegen lassen. Es geht mir aber primär um die CP. Sinn steht jetzt gerade bei 199. Also der wird wieder fit sein, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Bei Joshua bin ich mir gerade nicht so sicher. So, und immer wenn diese Räume so eine Rundung haben. Oh, guck mal, der Balkon da oben mit drei Kisten. Dann ist das, meine ich, ein Indiz dafür, dass wir aufs Ende des Gebiets zulaufen. Aber mal gucken. Noch ist alles offen, solange bis wir bei diesem Auffüllungsdings wieder sind. So, jetzt seid ihr live dabei, wie der Herr Sinn seine 200 knackt und wie Estelle daneben haut. Das ist wieder ein wundervoller Vorführeffekt nach dem anderen. Und Joshua ist auch dreistellig. Ich muss sagen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass bald Bosskämpfe kommen, ich habe jetzt, wo ich sehe, wie smooth ich durch die Gebiete hier durchkomme, eigentlich gerade gar keine Angst. So, you're almost there, keep going. Bin sehr zuversichtlich. So, the chest presents to you an invitation to its birthday party. Da komme ich gerne hin. Wenn ich denn den Ort finde, an dem selbiger ausgetragen wird. So, hier werden wir auf jeden Fall einmal resten. Und dann gibt es noch einen Balkon zu stürmen, der mindestens drei Kisten für uns bereithält. Das lassen wir natürlich nicht unangerührt, ist klar, oder? Genauso wie ich die ganzen Gegner hier auch nicht rumwuseln lasse, vor allen Dingen, wenn sie mir im Weg stehen. So, hier war, glaube ich, gegnerfreie Zone. Das heißt, hier müssen wir jetzt an die Objekte der Begierde kommen. Und kein Wachgegner hier, aber hier oben wartet einer. Der will's wissen. Der mit seinem sehr weirden, aber auch faszinierenden Design. Vanish passt mir gerade gar nicht gut, aber wir können ja trotzdem den hier machen. Ich habe jetzt den dritten, glaube ich, nicht erwischt, ne? Einer ist jetzt, glaube ich, nicht mit dabei. Obwohl, jetzt vielleicht schon. Ich glaube, Sinn hat den gerade ein bisschen nach hinten geboxt, kann das sein? Ja, guck mal, Hellgate trifft jetzt nämlich alle. Sehr gut. Wenn das mal kein taktisch gewiefter Schachzug war, dann weiß ich auch nicht. Und ein Level-Up dank es uns. Jawohl. Boah, haben wir schon wieder viele Seppets, ey. Das ist doch nicht zu fassen. T-Anklet Plus. T-Anklet haben wir. Ob wir davon die Plus-Ausführung haben, weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, ja, doch. An Anklet which repairs hindrances to movement. Irgendwer hatte das angelegt, aber ich glaube hier nicht in dieser Gruppe. Das ist, by the way, auch gar nicht so schlecht. Agilität und Defensive geht runter. Ja, weil dieses Ding das hier pusht. Warte mal. Können wir mal kurz gucken. Wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn wir das hier gegenüberstellen? Wo war denn das? Da war das. Freeze, Petrify, Sleep, Faint. Eigentlich und auch uneigentlich ist das ja dann besser, ne? Wer hätte das gedacht, dass ich jetzt hier live nochmal so einen Austausch vornehme? Ich glaube, das sollten wir uns mal geben. Boah, ich warte. Ich glaube, bei ihm wäre das fast noch sinnvoller gewesen, oder? Warte mal, was hatte sie hier vorhin? Also, ich vergesse, was sie vorhin hier angelegt hatte. Weil ich habe davon, glaube ich, einen Screenshot. Warte mal. Ja, Crest Charm Plus war das. Nämlich genau das hier. Knapp dran vorbei. Weil ich habe gestern, bevor ich alle nackig gemacht habe und nochmal neu eingekleidet habe, habe ich natürlich mir abfotografiert, was die so vorher angelegt hatten, um mich danach dann wieder zu orientieren. Und bei den meisten ist es auch dabei geblieben. Hey, warte mal, jetzt bin ich voll verwirrt. Das hier wollte ich mir angucken. Agilität und Move geht runter. Warte mal, und wenn ich das mit dem hier vergleiche, wie sieht es da aus? Da geht die Stärke ein bisschen runter. Aber alles andere nach oben. Warte mal, hier haben wir Freeze Prevention. Agilität 20, Move plus 3. Aber das wird doch dann auch nicht viel sein, oder? Das wird doch bestimmt ein Pünktchen sein. Auf der anderen Seite ist Move halt voll wichtig. Für den jetzt zumindest. Ich glaube, ich werde ihm das hier trotzdem mal geben. Ja.
Ja. Also wenn ich nochmal so ein Teil finde, dann bekommt das nächste auf jeden Fall Estelle, aber so ist mir das erstmal lieber. The chest glares as if it wants to say, you got any special reason for taking that? It's okay, I'll wait. Das klingt ein bisschen verbittert. Akalanata. 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 Das klingt wie irgendein Street Fighter-Ausruf. Gauntlets made from the earth of a sacred mountain in Calvert. Ja, geil. Ja, geil, da lassen wir uns doch nicht zweimal bitten. Guck mal, wie er innerhalb kürzester Zeit hier voll aufgepimpt wird. Der gute Sinn. All the items here are pretty amazing, aren't they? Use them well. Okay, ich gebe mir Mühe, okay? The chest seems shy. You give it a modest pat-pat on the top of its lid, then a quiet giggle in response. Aha, interessant, dass mir das Spiel sagt, was ich mit dieser Kiste mache. Das hat ja fast schon wieder was Liebreizendes. So. Das heißt, jetzt ist es wahrscheinlich final. Wir werden mit Joshua keine vollen 200 CP erreichen, wenn wir das Gebiet hier abschließen. Ich werde jetzt hier nämlich dafür keine extra Runden drehen. Ich bin am Überlegen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben wäre, in diese Items jetzt einzuflößen. Aber ich glaube, ich mache das, wenn es denn notwendig ist, dann im Kampf selber. Wie gesagt, eigentlich bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das mit der Truppe schaffen müssten. Auch unabhängig davon. Wird dann zwar immer ein bisschen schwieriger, aber das ist ja nicht das Thema. Ich speichere mal und dann gucken wir uns an, was als nächstes passiert. Jetzt müsste eigentlich, so prognostiziere ich, der nächste Boss wieder spawnen. Dann wird ein bisschen gequatscht. Und dann sind wir auch schon bei unserer Haupttruppe. Oder jetzt fangen die drei Bosskämpfe tatsächlich an. We must be at the end of this wing. This room sure is big though. Hehe, I wonder how well my voice would echo in here. Probier's doch aus. Dass sie sich das auch fragt, ohne das auszuprobieren. Das passt ja fast nicht zu ihr. What was that? Okay, also doch nicht nur Roboter. Alter Vater, siehst du geil aus. Ich liebe solche Bosse einfach tausendmal mehr als irgendwelche Roboterviecher. Oh. Oh, shit. Okay, aber die haben in Trails in the Sky immer sehr lange gedauert, die Drachenkämpfe. Red Ragnet? It looks like it's been altered from its real-life equivalent like the Black Ark 2. So, wann wird jetzt gekämpft hier? Ich will nicht drei Bosskämpfe hintereinander wegmachen, ohne zwischenzeitlich speichern zu können. Giant Gate Path. Aber irgendwie befürchte ich, dass es darauf hinausläuft. Und pass mal auf, das wird dann so die letzte Folge sein, die ich vor Feierabend aufnehmen will. Und dann eskaliert alles wieder richtig hart und ich muss das in drei Parts aufsplitten oder so. So, neue Runde, neues Glück. Hier sind wir aber, glaube ich, relativ schnell durch. Hä? Hä? Warum wurde mir gerade noch Sinn angezeigt? War ich gerade blind? Keine Ahnung. Also bei Kevin und bei Reese habe ich nämlich zumindest an den Waffen und an den Accessoires nichts geändert. Eventuell gab es hier bei der Rüstung oder so eine kleine Änderung, aber das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall gucken wir uns mal Josette und Annelies an. Josette hat eine neue Waffe gesponsert bekommen und sie kann die hier auch tragen. Ja, das ist ja praktisch. Hätte ich mir zwar wieder das Geld für sparen können, aber egal. So, Dragon Boots hat sie an. Ich habe ihr Emergency Puppet gegeben, weil ich das Item einfach mega praktisch finde. Ich bei Josette immer das Gefühl habe, dass sie besonders schnell und häufig verreckt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat sie das. Und hier ist sie gegen alle Ailments im Grunde genommen immun. Und dadurch, dass sie Emergency Puppet hat, im Grunde genommen auch gegen den KO-Effekt zumindest einmalig. So, sie hat Ginu. Ich weiß, dass ich Ginu noch hätte steigern können, wenn ich mit ihr das Turnier bestritten hätte, da in der Arena. Das ist mir noch bewusst, aber trotzdem denke ich, dass sie auch so einen ganz guten Job machen wird. Boah, ich weiß nicht, welche ich jetzt hier besser finden soll. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde ihr Cosmic Gear mal mitgeben. So, Dragon Boots hat sie drin. Sie hat hier als zweiter Charakter von allen diesen CP-Boost mit drin. Und das hier.
auch, genauso wie NLS auch. Und falls ihr euch fragt, warum ich ihr nicht zum Beispiel das hier gegeben habe, ich wollte diesen Defensivmalus so gering wie möglich halten. Deswegen hat sie Lunaseal und nichts Stärkeres in Anführungsstrichen. Je stärker der Bonus, desto stärker auch der Malus und das ist dann natürlich blöde. So, bei Reese und bei Kevin keine Überraschung, keine Änderung. Septim Vane ist hier noch drin. Covered hat er auch beibehalten. Damit haben wir dann das Thema Haze auch abgedeckt. Entschuldigung. So, und bei ihr auch alles unverändert. Und hier wird es jetzt interessant. Denn Josette hat jetzt auch Septim Vane mit drin. Sie kann auch hier nochmal eine Verstärkung gebrauchen. Warte mal, hier können wir die ihr direkt sogar geben. Mit dem Onyx-Ding. Okay, sie kriegt jetzt aber den Move-Wert nicht ausgeglichen. Aber gut, sie schießt ja eh aus der Entfernung. Von daher wird das, denke ich mal, schon hinhauen. Dieses Ding hier hat sie bekommen. Das habe ich auch in der letzten oder vorletzten Folge ja kurz erwähnt. Ne? Finde ich super witzig. Gucken wir mal, ob uns das und wie uns das hier weiterhelfen wird. Und hier, ich hatte es auch schon mal angedeutet, hier brauchen wir noch eine Impede-Verstärkung für sie. Ansonsten sieht das auch bei ihr schon ganz gut aus. Jawohl, soviel zu der Truppe. Ja, bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht nicht ganz so einfach wird, wobei die mit ihren Statuswerten alle auf einem relativ ähnlichen Niveau sind. Warte mal, wir stellen die jetzt mal so auf. Ah, ich habe gar nicht geguckt, wer hier... Ach nee, hier brauche ich ja gar nicht wegen Earthwall gucken, weil er hat ja immer noch dieses Gaia-Dings, also Kevin jetzt. Ja, das heißt, hier war das relativ schnell abgefrühstückt, das Thema Gaia-Shield. Genau, das ist ja imstande zu wirken und das wird uns mit Sicherheit auch gute Dienste erweisen. So, hier habe ich jetzt allerdings noch nicht geguckt. Hier hat er nichts weiter gelernt, bei Reese auch nicht. Mit den beiden habe ich auch gar nicht gespielt. Die Bobcat ist auch nicht besser oder stärker oder sonst was geworden. Und hier bin ich mir gerade nicht sicher. Ist auf jeden Fall nicht neu, aber ich meine, sie hatte das vorher auch schon in der Form. Okay, so, dann lass uns mal einen kurzen Blick hier riskieren. Wobei, was sagt die Uhr? Boah, ich habe so viel rausgeschnitten, ne? Bin jetzt hier schon wieder relativ lange dabei, aber eben mit Abstrichen. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Es wäre auch ganz gut, wenn ich den Gegner mal erwische. So, und jetzt gewöhnen wir uns erstmal an neue Gruppenzusammenstellungen. Die Arbeitsaufteilung hier... Ja, eigentlich haben wir hier auch nur einen richtigen Magier in Form von Kevin. Mir fällt gerade ein, dass ich gar nicht geguckt habe, glaube ich, in der Truppe, ob ich einen guten Heiler habe. Aber ich glaube, Kevin hatte ganz gute Heilsachen so in petto. So, okay, wenn Gegner natürlich resisten, dann ist das blöd. Aber dann lässt sich das halt nicht ändern. Das war gerade von der Range her ein bisschen mau. Warte mal, ich will mal eben ganz kurz nochmal gucken. Ich habe in dieser Gruppe keinen richtigen Heiler drin. Ich muss sagen, in diese Gruppe habe ich mich auch nicht so wirklich dolle reingedacht, weil ich mir dachte, bei Reese und bei Kevin kann eh nichts schief gehen. Vielleicht macht das Sinn, hier noch ein bisschen nachzujustieren. Da muss ich dann mal gucken. Die werden jetzt hier nach diesem Kampf erstmal wieder einen fetten Erfahrungsboost bekommen. Das läuft jetzt hier auch nur so schleppend, weil das am Anfang ja immer noch so ein bisschen Luft nach oben hat, ne? Mit Level-Ups und so. Genau, das meinte ich. Guck mal. Die beiden Mädels einfach mal fett 10.000 Erfahrungspunkte mitgenommen. So muss das. So, hier komme ich her, genau. Drei Wege. Ich fange jetzt mal wieder hier an. War das eine gute Entscheidung? War das keine gute? Es war eine gute, es war die perfekte. Titans Sandals. So, was war das nochmal? Das waren Schuhe für die Jungs, oder? Ja. Was haben wir hier von Agilität, Speed, Move? Also hier will ich jetzt gar keine Abstriche machen. Er muss als einziger richtiger Magier in dem Team möglichst die beste Ausrüstung bekommen. Habe ich gerade so beschlossen. You took the time to talk to me even when you're this busy. Hehe, you're so sweet. Danke gleichfalls. So bin ich halt.
Ich kümmere mich um meine Kisten, die mir Gutes tun. Das ist jetzt bestimmt die richtige Route, oder? Ich gerade voll an dem Gegner vorbeigeschlichen bin. Warte mal, komme ich nochmal ein? Ist das ein neuer? Nee, das ist dieses Maschinenteil, was wir schon ein paar Male bekämpft haben. Hier ist doch, ich wollte gerade sagen, eine Sackgasse und schon wieder so ein Statuenraum. Die ersten Kämpfe können wir uns gerne noch zusammengeben. Wow, ey, wie viel Schaden Reese einfach mal macht. Denn wir bekommen ja hier noch gut Erfahrungspunkte, ne? Jetzt haben wir auch gerade zum ersten Mal einen erfolgreich verlaufenden und gedingsten Effekt gesehen. Von der guten Josette. Mit der die Ballerei jetzt einfach mal viel mehr Spaß macht als früher. Ja, und Freeze darfst du auch gerne öfter mal bringen. Gar kein Thema. Hilft uns definitiv weiter. Vor allen Dingen, wenn dir das mal bei Bosskämpfen gelingt, sind wir alle nicht traurig drum. So, bist du der einzige Gegner hier? Ja. Wird wahrscheinlich trotzdem Level abgeben, oder? Oder? Wehe, wenn nicht. Jawohl. Zwar nur einer, aber egal, war ja auch nur ein Gegner. Ich glaube, Reese ist echt eine der coolsten Nahkämpferin, die ich je in einem virtuellen Team von mir mit drin hatte. I feel blessed to have gotten the chance to work on this series. I feel like it was a lot of luck to get this chance. As so eine ähnliche Mitteilung hatten wir schon mal. Allerdings aus der Perspektive von jemandem, der sich bei jemand anderem bedankt hat. Ich glaube, ich nehme... Obwohl, nee, komm, den Gegner lassen wir jetzt hier mal liegen. Mal gucken, dass wir uns dem hier gewidmet bekommen. Jawohl, den Kampf lasse ich jetzt auch drin, auch wenn wir ihn kennen werden. Jawohl, das tun wir. Warte mal. Das war... Oh, welche Überraschung. Auch eher sowas hier. Habe ich gerade mit Annelies gezaubert? Oh, ich dachte, ich wäre mit Kevin unterwegs. Aber der darf dann gerne nochmal das Gleiche machen. So, der resistet bestimmt auch, ne? Ja, schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Das werden wir wahrscheinlich öfter noch zu sehen bekommen, dass bei den Gegnern, wo es besonders cool wäre, das am Ende gar nicht funktioniert. Aber egal. Wollen wir mal nicht zu anspruchsvoll sein. Ach, warte mal. Das gibt's ja nicht. Wie hab ich denn hier gekämpft, dass der jetzt hier zum Zuge kommt? Also, irgendwas war da nicht nach Plan hier. So. Der letzte kleine Furzgegner, weißt du, der bekommt dann den bösesten Death-Effekt ab. Ist Annelies tot? Ich hab's gerade selber gesagt, ne? Ich habe es gerade selber gesagt und ich habe nichts gelernt aus dem letzten Dilemma in diese Richtung. Oh, ist das ärgerlich, ehrlich. Achtung, Obacht bei Death. Ja, das habe ich gerade nicht anders verdient. Kann man gar nicht anders sagen. So, ich werde jetzt hier sie auf diesem Wege zurückholen. Jetzt habe ich aber nicht mal... Aber warte mal, ich habe, glaube ich, von diesem billigen Heilzeug hier von dem so viel, dass ich das eigentlich ein bisschen großzügiger mal raushauen kann. Ist jetzt nicht die allereleganteste Vorgehensweise, aber hey, wir nutzen alle Ressourcen irgendwie zu unserem Vorteil. Ist jetzt nur blöd, dass sie die Erfahrung nicht bekommen hat. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Es wäre so einfach zu vermeiden gewesen. Aber egal. Die hohen Levelmäßig holen sie ja immer super schnell wieder auf. Von daher ist das okay. Wir werden es überleben. Cherished Bow. Das besser sein wird als das, was er jetzt hat. Ja, weil ich bei ihm auch die Waffe nicht aufgelevelt hatte, ne? Bei Celeste. A bow treasured by the church. Hits weak points without fail. Das klingt verheißungsvoll. Bitte einmal anlegen, danke. I pray to Ideas for your success. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Hättest du mal zu beten angefangen, bevor Annelies gestorben ist. Da wäre ich gerade fast in die Statue reingelaufen. Ich kluges Kind. So, I'm rooting for you. Na dann mach mal. So, die untere Statue werde ich jetzt nicht nochmal attackieren. Die hier aber. Joshua und Annelies hier einfach die totalen Verlierer sind, ja. Weil sie zufällig zur falschen Zeit in der falschen Ecke standen. I hope that item helps. Ich denke mal schon. Ich
bin da guter Dinge. Und noch eine Kiste, jawohl. Oh, Petrified 2, Moment. Ach nee, Sinn habe ich jetzt ja gar nicht mehr im Team. Sinn hatte irgendein Petrify mit drin. Ich weiß aber nicht, ob das die 1er oder die 2er Ausführung war. Müssen wir da nochmal gucken, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Long time no see. Is that a new haircut? Kommt drauf an. Also die Frage wäre allerhöchstens bei Reese gerechtfertigt, ne? Aber die anderen sehen ja aus wie immer. So ein bisschen. Wobei Reese ja auch keine neue Frise hat, ne? Aber es ist halt ungewohnt, wenn man sie vorher immer nur in ihrer kompletten Nonnenkluft gesehen hat. So, wir hatten jetzt hier weder den Miniboss noch das Monument. Das rotglühende. Mal gucken. Eigentlich müsste zuerst das Monument und dann der Quasi-Boss kommen. Aber prinzipiell ist mir die Reihenfolge auch wurscht. So, da oder da? Tor 1 oder Tor 2? Ich fange mal hier an. Aha. Was haben wir denn hier? Einmal bitte restoren. Und dann gucken wir erstmal in der anderen Richtung und hoffen, dass ich an dem Gegner vorbeikomme. Jawohl. Ist bei der Truppe nicht allzu schwer. Und die nächsten vier Statuen. Hallöchen. Auf jeden Fall nicht schlecht vor dem Hintergrund, dass die gute NLAs noch ein bisschen was an Dings benötigt. An CP. So, warte mal. Du wirst doch unmöglich besser sein, oder? Said to be an avatar of an ancient holy beast. Den Text haben wir doch schon mal gelesen. Die Waffe haben wir vor nicht allzu langer Zeit schon mal gefunden. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dieser Agilitätswert, der liegt jetzt auch bei plus 5 hier bei dieser Waffe, ne? Und nicht bei plus 25. Weil Agilität so zwischen Speed und Dexterity reingequetscht ist. Aber ich glaube, Agilität Speed plus 5 ist ja auch wurscht. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, ich möchte ihr den Gino erstmal beibehalten lassen, weil der, weiß ich nicht, irgendwie cooler ist. I've never seen so many heroes up close and personal before. Auf der anderen Seite ist sie ja schon eine reine Angreiferin, ne? Kann ich das einfach so unterschlagen? Eigentlich kann ich das nicht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Der Speedwert hier liegt bei 105, 115. Boah, nee, ich lasse jetzt die Waffe. Ja, ich lasse jetzt diese Waffe. Auch wenn ich mich mit der Entscheidung gerade nicht so leicht tue, aber irgendwie werden wir es auch damit schaffen. So, oh, dich habe ich nicht gesehen. Moment. Du wirst bekämpft, aber bitte nicht so. Nur mit Kampfvorteil, anders geht das hier nicht. Oh, irgendwie ist das Ding noch unsichtbarer als alle anderen, oder? Hä? Gar nicht mal so einfach hier, Menschenskinder. Aber geschafft ist geschafft. So, ja, oder was will als nächstes aufs Maul? Die Kiste werden wir lieb behandeln. An die wenden wir keine Gewalt an. Keine Gewalt. An die wenden wir keine Gewalt an, weißt du Bescheid. Warum sind immer in den Kämpfen, die ich drin lasse, warum ist da immer dieser Vanish-Effekt mit drin? Keine Ahnung, den habe ich nie, wenn ihr nicht mit dabei seid. Keine Ahnung, was da los ist. So, go kick some butt. Ja, das war der Plan. Ich habe gerade schon von Gewaltorgien gesprochen. Gut, dass du das hier mal jetzt nochmal aufgreifst, Kiste. So, hier haben wir den nächsten. Keine Gegner. Keine Gegner. Ich kann mein Glück gerade gar nicht fassen. Okay. Do you feel like you're a stronger person now? Nee, aber ich fühle mich, als wäre das ein Part mit massiver Überlänge gerade. I only wish I could give more, but you will have to wait until New Game Plus. Aha. Da komme ich drauf zurück, wenn ich das jemals anteste. Das wäre so witzig, wenn die Kiste dann wirklich irgendwas Neues bereithalten würde. So, Artemis Heals. Ich glaube, wobei, warte mal, wir haben drei Mädels hier. Die haben alle die Dragon Boots, aber am Ende wird sie diejenige sein, die den Vorzug bekommt. Jawohl, brauchen wir gar nicht debattieren. Your friends will always stand by you. When you're happy, they're happy. And when you're hurt, they will hurt too. Try to share all your feelings with your friends, so you can be happy and cry together. They will hurt too. An der Formulierung störe ich mich gerade so ein bisschen.
Es ist dann nicht they are hurt too, also so in dem Kontext, weil they will hurt klingt für mich so, als würden sie dann andere verletzen. Also, versteht ihr, was ich meine? Aber vielleicht sind meine Englischkenntnisse auch nicht ausgeprägt genug, um den echten Sinn dahinter zu verstehen. Hatte ich jetzt hier keine anderen Wege mehr? Nee. Vom Südosten aus sind wir hierher gekommen. Ich bin gespannt. Ah, oh. Gute Nachrichten, Leute. Annalise ist jetzt auch bei vollen 200. Jawohl, ist das nicht toll? Warum sind hier noch so viele Wege? Bestimmt zwei Sackgassen, oder? Boah, ich glaube, diese Statuen mache ich jetzt nicht. Oha! Nochmal, Vaira ist in seiner Urform schon mega gut gewesen. Das hat ihr Geld, glaube ich, gerade ausgerüstet. Moment. Ich glaube, das wird er auch direkt bekommen, wenn wir ihn wieder steuern können. Symbol of Evil Purging in the East. Made of an Alloy. Boah, das ist mega gut. Alter Vater. Okay, Moment. Ich glaube, ich muss das jetzt schon jemandem geben. Alles andere wäre die Mega-Verschwendung des Jahrtausends. Sie hat eine schlechte Arzt-Defense. Guck mal, ihr könnte ich das quasi als Ausgleich geben. Wäre das nicht eine Idee? Lass mal kurz gucken. Ja, sie hat keinen Malus. Und diesen Mirage-Ring, pass mal auf, den wird jetzt auch irgendwer bekommen, der sich darüber hoffentlich auch sehr freuen wird. Ich muss noch mal kurz gucken, was da hochgeht. Wer hat denn jetzt die schlechtere Arzt-Defense? Definitiv Josette. Das heißt, obwohl, warte mal, nee, ich werde die Emergency Puppet werde ich jetzt mal wegnehmen. Wo war das nochmal? Das hier. Jawohl, 600. Plus 600. Mein lieber Herr Gesangsverein, wenn das nicht übertrieben stark ist, dann weiß ich auch nicht. So, ja, sehr cool. Mit Abstand, glaube ich, das beste Item hier bisher in der Kiste. I'm really proud of you for making it this far. Ja, das bin ich auch. Ich werde die Gegner jetzt doch nochmal mitnehmen. Ich möchte nicht auf ein paar zurückblicken, wo ich aus Faulheit die Gebiete nicht richtig geklärt habe. Habe ich das hier vorhin schon gelesen? Ich weiß nicht, die Kämpfe haben gerade zu lange gedauert. Ich bin schon wieder voll raus. So, hier sind wir aber noch nicht gewesen. Ah, ich sehe schon, das wird hier kreisförmig jetzt. Warte mal. Ah, nee, ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Ja, okay, das ist symmetrisch hier vom Aufbau. Passt nämlich auch zu der Kiste. Das heißt, ich darf gleich... Hä? Die nächsten Statuen bekämpfen? Warte mal, das ist doch die Waffe, die sie vor kurzem noch angelegt bekommen hat. Okay, jetzt haben wir die halt zweimal. Warum nicht? Kann man mal machen. Was sagst du hier? Good to go. Findest du? Dankeschön, wenn es ein Kompliment ist. Ich meine, Level-Ups gibt es ja am Ende immer noch, ne? So ganz wenig Erfahrung, die wir hier zum Beispiel rausbekommen, ist das am Ende auch nicht so. Die muss ich jetzt allerdings nicht nochmal bekämpfen. Das heißt, wir sind hier mit unserer Runde durch. Und da wird jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Resting Point sein. Mhm. Sprach sie und wurde eines Besseren belehrt. Wow, okay. Gar kein Thema, aber es wäre halt auch blöd gewesen, finde ich, den Part jetzt hier so mitten im Dungeon zu beenden. Thanks for playing these games, my coding fingers are going numb. Okay. The chest appears... Was? Is appears? Honored that you have taken its contents. Der Anfang, der ist doch grammatikalisch sowas von kaputt. So, few thanks, it was getting a little cluttered in here. Jawohl. Vor allen Dingen habe ich schon so oft Parts mitten im Dungeon beendet, ne? Eigentlich ist das voll die billige Ausrede gerade. Aber ich glaube, ich brauche keine Ausrede dafür, wenn die Parts mal zu lang sind, oder? Da sind wir, denke ich, alle nicht traurig. Vor allen Dingen nicht in so einem Gebiet, wo ständig irgendwas passiert. Everything good, ja? Ja, kann ich klagen. Und selbst so? This chest isn't empty, it's full of hope. Das ist eine Perspektive, die mir sehr gefällt. Und Gabriels Aura... Auch nochmal für uns. Das können wir ja... Ach nee, warte mal. Das war nur für die Mädels. Voll falsch gerade zugeordnet. Agilität geht runter. Ansonsten... Aber alles andere nach oben. Ich glaube, damit kann ich ganz gut leben. Gargan Armor. Warte mal. 2300...
Theoretisch könnte man bei ihr drüber nachdenken. Und nicht nur theoretisch, ich gebe ihr das jetzt einfach mal. Ja, die finde ich nämlich gar nicht so schlecht. Ich bin voll der Agilitätsfan irgendwie geworden. Keep dreaming of a wonderful future. Danke. Wir geben uns Mühe. Vor allen Dingen unsere Gruppe in der jetzigen Situation kann das, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Aber ich bin zuversichtlich, dass die alle ebenso zuversichtlich sind. Nein. Ich wollte doch nur ein Resting Point. Okay, Leute, ich glaube, nach diesem Kampf werde ich den Part aber wirklich beenden. Ich bin jetzt hier schon über eine Stunde am Aufnehmen. Das ist für dieses Projekt, wo die Kämpfe eigentlich super kurz sind, viel zu lang. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt den nächsten Erholungspunkt noch erreiche, aber scheinbar bleibt es mir verwehrt, was ich sehr bedauere, aber nicht ändern kann. So, dann seid ihr jetzt die letzten Kontrahenten für heute. Finde ich zwar ein bisschen blöd, aber lässt sich nicht ändern. Hauptsache, ihr killt mich jetzt nicht so, dass ich am Ende wieder meine CP hier verliere. Das wäre der absolute Worst Case. Aber ich finde es gut, dass sie sich gerade alle so aneinander kuscheln. Ich hasse dich, Gegner. Ich hasse, hasse, hasse dich. Weißt du, wenn ich irgendwann mal einer religiösen Hassreligion beitrete, dann bist du derjenige, den ich in meine abendlichen Hassgebete mit einbeziehe. Vielleicht sollte ich sie extra dir zuliebe auch mal ins Leben rufen. Ich glaube, das hättest du einfach mal volle Möhre verdient. Boah, regt mich das auf, ey. Mann, ey, hätte ich mal vor diesem Dreckskampf hier einfach den Part beendet und dann wäre das beim nächsten Mal bestimmt nicht nochmal passiert. Ja, kannst du noch 10.000 Mal verrecken. Geil, ne? Macht dir so richtig Spaß, ey. Oh, dieses Timing auch gerade. Mann. Könnte ich hier schon wieder abkotzen. Mache ich ja auch gerade. So, ja, keine Ahnung. Ich will eigentlich gar kein Zeug für diesen Rotz hier verschwenden. Oh, okay, es wird Zeit. Es wird Zeit, einen Cut zu machen. Wo ist mein scheiß Reviving Balm? Ich habe es gerade nicht gefunden. Entschuldigung. Alles gut, alles entspannt, alles easy peasy, nervt mich gar nicht. Nee, nee, du. Alles geil soweit. 2500 am Arsch. Bist du hoffentlich gleich tot, wenn Kevin einmal trifft. Nein, natürlich bist du es nicht. Danach vielleicht. Ich dachte, du wolltest nochmal Annelies irgendwie angreifen. Ich glaube, die hat sich mega drüber gefreut. Immerhin hat sie ein Level abbekommen. Das erspart mir jetzt die Frage, wie ich sie denn hochheile. Boah, ey, war das gerade demotivierend. So, ich werde jetzt hier an dieser Stelle aufhören, Leute. Nicht der Abschluss, den ich mir gewünscht habe. Ich wette, ein Raum weiter kommt dann dieser Resting Spot, den ich so herbeisehne. Aber ist auch Wurst. Wir sind hochgeheilt, uns geht's gut. Alles ist schön. Wir werden den Boss den nächsten auch wegklatschen. Ohne CP bei Annelies. Alles gar kein Thema. Ich bedanke mich fürs Einschalten an dieser Stelle und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.